Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 29. März. Guten Morgen auf Geek Talk Daily. Ich habe heute ganze 15 Themen für euch vorbereitet. Das war ein sehr newsreicher Tag. Dementsprechend gehen wir heute ein bisschen schneller vor und damit kürzer bei den Themen. Es geht heute um Uber, IKEA, Tinder, Facebook, Amazon, Tencent, Google Assistant, Google Home, Android, Windows 10, Apple und die PlayStation 4. Wir beginnen bei Uber. Da hat es mehr oder minder nur ein kleines Follow-up. Ich hatte ja gestern die Info, dass quasi Uber die Tests mit autonomen Autos eingestellt hat. Tja, hat nicht lange gedauert. Mittlerweile wurden die Tests wieder aufgenommen in Arizona und in Pittsburgh. Dementsprechend, ja, Uber ist wieder mit automatischen Autos, mit Selbstfahrenden auf der Straße. Mal sehen, wo es hinführt. IKEA hat heute ein interessantes Beleuchtungskonzept vorgestellt. Im Endeffekt sind das quasi Smart Lighting Systeme, also quasi so mehr oder minder eine Konkurrenz zu Hue. Insofern ganz interessant, im Vergleich zum Philips Produkt sind die Produkte von IKEA ziemlich günstig. Die beginnen bei 10 Euro für eine 1000 Lumen E27 Lampe, für eine E14 Lampe wollen sie dann 15 Euro. Ja, und so weiter und so weiter. Da gibt es einige solche Lampen, die sind auch eben dementsprechend sehr, sehr, sehr günstig. Bleibt dann spannend zu sehen, wie es dann beim Release ausschaut. Der soll schon bald erfolgen. Irgendwie so ab April soll es in einigen Ländern geben. Dann andere Länder sollen im September erst folgen. Leider auch Österreich zum Beispiel. Dementsprechend, ja, mal schauen. Günstige Preise. IKEA ist ja generell so bei Smart Home Geschichten gar nicht so uninteressant. Mal sehen, wie dann das neue IKEA Thread Free System da abschneiden wird. Wir kommen zu Tinder. Nur eine ganz kurze News. Tinder ist aktuell nur als App auf Smartphones und Tablets verfügbar. Auf der eigenen Homepage hat der Konzern jetzt aber quasi angekündigt, dass Tinder auch in Zukunft ins Web kommen soll. Wir kommen zu Facebook. Facebook rollt ja jetzt aktuell sehr, sehr viele neue Features aus. Diesmal ist die Facebook-App dran. Dort gibt es neue Features im Zusammenhang mit der Kamera. Einerseits A rückt ein bisschen prominenter ins Bild und bekommt mehr Filter. Auf der anderen Seite auch dann in diesem neuen Kameramenü entsprechend gleich direkt einen Eintrag für die Stories. Das ist so ein bisschen, ja, ein Klau von Snapchat quasi. Da kann ich dann quasi einstellen, wie lange meine Fotos überhaupt veröffentlicht bleiben sollen und werden dann auch anschließend quasi selbst zerstört. Wir kommen zu Tencent und Tesla. Tencent, der chinesische Internetriese, hat sich bei Tesla eingekauft mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar, hält damit jetzt 5% der Anteile von Tesla alleine und wird damit so auf einen Schlag quasi zu einem der größten Tesla-Aktionäre. Sehr spannende Entwicklung für die Tesla-Aktie, generell ist es auch sehr gut. Kommen wir zu einem kleinen Amazon-Blog, also mehrere News zu Amazon. Zum einen gab es ja da diesen neuen Amazon-Einkaufsladen quasi, wo man einkaufen sollte und automatisch bezahlen, einfach beim Ausgang, quasi mehr oder minder ohne Personal. Der sollte Ende dieses Monats in Arizona starten. Leider gab es da offensichtlich Probleme, dementsprechend verzögert sich das Ganze. Das Hauptproblem ist vor allem, dass A, nicht allzu viele Leute ins Geschäft können, das Ganze funktioniert, und B, müssen sich die sehr langsam bewegen, dass es funktioniert, dementsprechend leider dann doch noch nicht massentauglich. Dafür hat Amazon fleißig eingekauft, und zwar den Internetversandhändler Zoq. Der ist in Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Im Endeffekt eine Region, in der Amazon noch nicht tätig ist und sich da quasi einfach gleich einen eigenen Internethändler gekauft hat, ehe sie selbst in diese Region expandieren. Kolportierter Kaufpreis 650 Millionen bis 1 Milliarde Dollar. Amazon Fresh hingegen, wir waren ja vorher bei den Supermärkten, wird es wahrscheinlich noch ein weiteres Update bekommen. Da soll es möglich sein, quasi seine Bestellungen direkt per Auto selbst abzuholen, ohne dass man das Auto überhaupt verlassen muss, quasi dass man bezahlt direkt mit der App aus dem Auto heraus. Der Einkauf wird direkt in den Kofferraum verladen, so eine Art Amazon Fresh Drive-In, wenn man so sagen darf. Ein neuer Dienst von Amazon, diesmal aber eher für Firmen. Auch die Callcenter sollen in Zukunft in die Cloud wandern. Mit der neuen Lösung soll es dann möglich sein, quasi für Firmen Callcenter auszulagern und das auch so ein bisschen Richtung Amazon zu schieben. Amazon Connect soll dieser Dienst dann heißen. Wir kommen zu Google, und bei Google wird der Google Assistant jetzt in den letzten Tagen offensichtlich bei Android in Deutschland ausgerollt. Die Smartphones müssen mindestens 1,5 GB RAM und Android 6 haben und eine 720p Auflösung, sofern euer Handy das erfüllt. Dürfte wohl in den nächsten Tagen mit dem Google Assistant rechnen. Stichwort Google Assistant, wir kommen zu Google Home. Der ist aktuell eher nur in den USA verfügbar, diese kleine schlaue Box von Google. Aber Anfang April ändert sich das für Europa, zumindest noch Europa. Dort soll das Gerät dann zumindest mal in UK aufschlagen für 129 Pfund.
Wir bleiben bei Android, aber diesmal nicht von Google, sondern kommen zu Andy Rubin. Das ist eigentlich der Programmierer, der Android-Erfinder, wenn man so möchte. Und der mag ja jetzt aktuell ein neues Smartphone produzieren, hat es geheißen. Heute hat er das dann entsprechend geteasert auf Twitter. Ein relativ ansehnliches Bild, da sieht man, wo er hin möchte. Offensichtlich dürfte es sich vor allem um ein randloses Smartphone handeln. Mehr wissen wir dazu aber leider noch nicht. Kurzer Ausflug Richtung Windows. Windows 10 soll jetzt heuer im Frühjahr das Creators-Update kommen und mittlerweile ist das offensichtlich so quasi fertig. Also zumindest die Golden Master liegt vor, aber Windows selbst bezeichnet es als fertige Version. Für Insider steht die schon seit letzter Woche zur Verfügung. Ich teste sie auch, funktioniert ganz gut. Jetzt steht sie auch im Rahmen der RTM-Ausgabe bzw. des ISO-Datei zur Verfügung. Wird dann spannend sein, wann das finale Update kommt. Stichwort Updates, wir hatten es ja gestern, dass Apple die neuen finalen Releases quasi endlich gemacht hat für alle vier Betriebssysteme. Heute und einen Tag später gibt es wieder die ersten Betas. iOS 10.3.2, da hat man die 1 übersprungen, WatchOS 3.2.2, hier ebenfalls, tvOS und auch für macOS. Aktuell nur für Entwickler, neue Betas gibt es nicht, ist ja auch nur jeweils immer quasi die dritte Ziffer, die sich verändert hat. Zumindest wurden noch keine neuen Features gefunden. Aber ja, mal sehen, eben gleich direkt am Tag nach der Veröffentlichung neue Betas für Entwickler. Zuletzt eine kleine, ja, mehr oder minder Game News, zumindest zu Sony PlayStation Pro. Die ist ab sofort in der Lage, auch 4K-Videos im Media Player zu spielen. Media Player ist die eigene App von Sony. Ja, recht spannende Neuerung und recht wichtiges Update, glaube ich, jetzt nicht nur Richtung Gaming, sondern auch für die, die quasi das 4K-Player einsetzen wollen, ab heute eben möglich, wie der PlayStation-Blog in einem eigenen Eintrag veröffentlicht hat. So, 15 News, trotzdem nicht viel länger als eine sonstige Folge. Ich hoffe, euch dröhnen nicht die Ohren oder der Kopf. Insofern, ja, damit entlasse ich euch quasi in den Mittwoch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.